Hallo, mein Name ist Ilona und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe einen kleinen Lidl-Haul für dich klein. Naja, klein vielleicht nicht so ganz. So ist denn das gerade so blau geworden? Okay, nein. Ja, genau. Ich habe aber, glaube ich, meinen. Wie wäre ich zwischendurch? Blau, kann das sein? Meinen Kassenbon irgendwie nicht mehr dabei. Irgendwie irritiert mich gerade die ganze Zeit, dass ich blau werde wie so ein Schlumpf. Aber Hauptsache, man sieht halt nachher nicht so, dass ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das zeigen. Genau. Ich hatte verschiedenes Eis schon mitgenommen. Das habe ich weggetan. Das ist schon in, was heißt weggetan? In Froster getan. Das hole ich jetzt auch nicht mehr raus. Es war so Magnum und so ähnlich wie Capri-Eis, nur eben halt von der Eigenmarke. Und von der Eigenmarke wie Magnum Minis, genau, in so verschiedenen Sorten. Ja, aber das habe ich schon weggetan. Und beim Lidl direkt selber habe ich mir einen Kaffee Latte getrunken mit Vanillegeschmack. Ja, der war auch lecker. Den hatte ich zum ersten Mal. Ja, den gab es da auch in der Kühltheke. Genau. So, und das, was ich jetzt hier vor mir schon mal stehen habe, ist auch Kühltheke. Und das möchte ich euch doch schon mal einmal zeigen, beziehungsweise auch Obst und Gemüse. Ich habe nämlich mit zweimal weißen Spargel mitgenommen. Ja, der war, glaube ich, auch im Angebot, wenn ich das noch richtig sehe. Also der lag auf jeden Fall bei uns ganz vorne, wo auch so rote Schilder sind. Genau, habe ich mir zwei Stück von mitgenommen. So, und weil meine Männer nicht so gerne den weißen Spargel mögen, sondern lieber den grünen, gibt es für die noch ein Bund grün. Ja, zwei müssen sich einen Bund teilen. Ich alleine den weißen. Ich kann das auch kalt essen, ja, als Salat. Ich liebe Spargel. So, jetzt aber aus der Kühltheke. Ich habe mal so Wiener Würstchen mitgenommen. Wir haben nämlich noch Hotdog-Brötchen, die hatte ich mal beim Edeka mitgenommen. Die sind, glaube ich, auch von der Edeka-Marke. Das sind so, so weiche, die schmecken eigentlich am besten so wie, wie heißt denn das? Ich sag mal Bräuche, aber Bräuche heißt es nicht. Ich habe es mir irgendwann mal angewöhnt, Bräuche zu sagen, Bräuche-Bands, aber da heißt es Bräuche-Bands. Ich hole die mal einen Moment. Jetzt weiß ich auch, wie das heißt. Es heißt nicht Bräuche, so wie ich es immer sage, sondern Brioche. Ich bin nicht drauf gekommen, aber jetzt gerade habe ich es gelesen. So, ich rede von diesen hier von Edeka und die sind echt lecker. Ja, auch die Burgerbrötchen davon, die schmecken nicht so dieses typische Blich-Burgerbrötchen, sondern die sind schon echt lecker. Jetzt habe ich beim Lidl heute gesehen, die haben auch Brioche-Burgerbrötchen. Ja, aber wie gesagt, wir wollten... Oder wir hatten noch die Hotdog-Brötchen. Ich habe gedacht, dann gibt es da Hotdog mit Pommes. Und genau, Pommes habe ich nämlich auch gekauft. Das habe ich nämlich auch schon weggeräumt. Und einen Tomatensalat dabei. Genau. Dann habe ich nämlich zu dem Tomatensalat noch Mini-Mozzarella dazu geholt. Ja, jetzt habe ich natürlich Basilikum vergessen, aber kann man auch ohne Basilikum essen. So. Und mein liebster Käse, mein Streichkäse, ist der von Brunch mit Pepperoni Paprika. Also, da kann ich mich reinlegen, den esse ich total gerne. Und wenn es ja bei mir nicht aus Brot oder Brötchen geht, dann geht er auch gerne mal irgendwo so mit in Nudelsoßen. Ja, irgendwie sowas oder als Grundsoße für irgendwie einfach nur Zwiebeln oder vielleicht auch mal Pilze oder so mit dabei. Lecker, lecker, lecker. Auch die anderen Geschmacksrichtungen sind dann so fürs Kochen, finde ich die auch immer ganz toll. Ja, was ich auch gerne esse, sind diese Sandwich-Scheiben. Ja, die mag ich irgendwie lieber wie normalen Käse. Ich weiß nicht warum, ist so ähnlich wie, wie Schablettenkäse, vielleicht nicht ganz so cremig, aber ja, geht so in die Geschmacksrichtung und ja, esse ich ganz gerne. Der Rest der Familie isst das auch ganz gerne. Ich esse ja nicht ganz so viel Brot und ja,
ich dann mal ein Butterbrot esse, ist das meistens zwar schon auf, aber ja. Naja, egal. Deswegen habe ich nochmal direkt zwei Pakete von Gouda mitgebracht. Da können dann meine Männer sich dran bedienen erstmal. Und vielleicht habe ich ja dann Glück und kriege dann auch nochmal was von meinen Sandwichscheiben mit ab. Ja. Und das letzte jetzt aus der Kühltheke, denke ich, weil gleich hole ich mal erstmal den großen Korb mit dran, oder beziehungsweise die Tüte, wo habe ich die überhaupt hingestellt? Ach, da. Ja, genau. Hier gab es mal was von Monte, sonst hole ich auch gerne mal Milchschnitte und Kinderpingui und wie sich das alles schimpfte. Aber ich habe jetzt gedacht, ach Monte, nimmst du nicht ganz so oft mit, ist nochmal wieder ein anderer Geschmack. Wird sich mein Sohn sicherlich auch drüber freuen. Genau, das läuft aber mit. Ich glaube, das hat jetzt 1,99 € gekostet und war, glaube ich, sogar günstiger wie jetzt Milchschnitte und das Ganze. Ja, deswegen habe ich mich da einmal so dran bedient. Und ich hole mir jetzt einmal die andere Tüte, mache nochmal eben wieder einmal auf Pause und dann geht es gleich weiter. So, da bin ich wieder. Außer Obst- und Gemüsetheke habe ich, glaube ich, noch die Erdbeeren vergessen. Die habe ich mir nämlich auch noch mitgebracht. Die werde ich gleich so für Nachtisch noch klein schnippeln. Ich habe jetzt keinen Quark, weil sonst essen wir den gerne auch mit, essen wir die auch gerne mit Quark, aber ich habe noch Skier. Da gibt es anstatt Quark dann einfach Skier mit dabei. Genau, als Nachtisch. Freue ich mich schon drauf. Ich liebe Erdbeeren. Genauso wie Spargel. Ist genau die passende Zeit jetzt wirklich. So, genau. Und hier unten, da greife ich einfach jetzt mal so schnell einfach rein. Gucken wir mal ein bisschen mal hoch. Was habe ich denn da? Ich habe ja, Socken gekauft. Ich habe gesehen, dass da Sneaker-Socken gewesen sind für Männer. Da habe ich jetzt von diesem hier, da sind 7 Stück drin, mal schon mal 2 Pack mitgenommen. Mal gucken. Ne, so Sneaker-Socken, meistens halten die ja, vielleicht 2 Saisons aus. Und dann können meine Männer, die so ziemlich die gleiche Schuhgröße haben, sich die vielleicht auch mal teilen. Wobei, die sind jetzt schwarz. Ich denke, die wird vorrangig mein Mann tragen, weil mein Sohn lieber weiß trägt wie schwarz. Aber ja gut. Geht ja auch. Und dann hatte ich gesehen, weil die finde ich jetzt so von der Griffigkeit viel schöner. Die hätte ich gerne in meiner Größe auch gehabt. Die hatten auch wohl Damensocken da, so Bambussocken von nur der. Die hatten, wie gesagt, auch nur die. Aber leider nicht in meiner Größe. Weil die fühlen sich schön an. Die sind schön weich, fühlen sich kühl an. Von den Bambussocken habe ich auch schon mal welche bei Ernstings Family gekauft. Die haben nämlich auch Bambussocken. Und zwar dann mit Motiv oder beziehungsweise in anderen Farben. Diese sind jetzt schwarz. Da habe ich gedacht, oh, die sind schön, ne? Die hätte ich gerne so auch für die Arbeit, wenn einem doch da mal die Füße brennen, die heiß werden im Sommer. Weil das Material fühlt sich einfach jetzt kühler an wie die hier. Diese sind wahrscheinlich rein Baumwolle. Ich gucke mal eben. Nee, 81% Baumwolle, 18% Polyamid und dann Elastan. Und diese sind ja so Bambussocken. Viskose, ja. 65% Viskose, Polyamid und Elastan, 2%. Ja, aber wie gesagt, die fühlen sich schön an. Genau, passen so für den Sommer, wenn es richtig heiß wird und einem die Füße einfach nur noch brennen. So, ich hole mir nochmal wieder ein bisschen was hoch und dann gucken wir weiter. So. Ah, der Stuhl quietscht. Na, jetzt hört man es nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, ich habe mir gerade die Tasche weggeschnappt. So, hole ich mir erstmal wieder ran, da kann nämlich gleich die großen, schweren Sachen wieder rein. Ich habe Kaffeebohnen gekauft von Mövenpick. Einmal in die Kaffeesorte Schümli. Die hat, meine ich, 9,99 € gekostet oder 9,95 €. Auf jeden Fall unter 10 Euro. Ja, durfte einmal mit. Ist jetzt mild aromatisch, also mit 2 Punkten. Und dann habe ich einmal Kaffee Krämer. Dieser hat jetzt 4 Punkte, samt weich aromatisch. Genau, auch vom Mövenpick. Gleicher Preis, durfte mit. Und einen Gang weiter habe ich nochmal Kaffee geholt. Da hatte ich nämlich
Von Lavazza Kaffee Crema Classico. Auch 7 von 10. Ja, Intensivität 7 von 10. Die hatte ich auch schon mal eher. Die von Mövenpick hatte ich, glaube ich, noch nie. Ist richtig schön lecker. Was sollte ich denn sagen? Ja, ich weiß nicht. War ein paar Gänge weiter. War sogar jetzt auch günstiger wie die von Mövenpick, weil eigentlich sind die Pakete echt teuer. Die waren jetzt irgendwie um die, ich meine, irgendwann um die 8 Euro hat es jetzt gekostet. Und da durfte dann ein Paket mit. Also hätte ich jetzt nicht die von Mövenpick schon im Wagen gehabt, hätte ich mir hier wahrscheinlich jetzt mehr Pakete von mitgenommen. Genau. Weil Kaffee gibt bei uns irgendwie immer. Ja. So, und für den Spargel habe ich noch Kartoffeln mitgenommen. In unserem Bund. Das waren, glaube ich, Frühjahrskartoffeln, meine ich, hatte ich da draußen gesehen. Speisefrühkartoffeln, ja. Das sind jetzt festkochende, 2,5 Kilo. Genau. Ja, da wollte ich dann, wie gesagt, Kartoffeln dazu machen. Ich habe noch Soße Hollandaise, die geht dann noch mit dabei. So, dann haben wir da wieder eine Mahlzeit. So. Was habe ich noch? Was ich auch immer irgendwie zu Hause habe, sind gehackte Tomaten. Ja, irgendwie für eine Nudelsoße oder sowas, da geht das irgendwie mal mit rein. Oder Pizza, Pizzasoße oder sowas. Da finde ich nämlich auch immer ganz schön, wenn man dann da nochmal, wenn dann die Soße noch so Stücke hat bei einer Pizzasoße. Das mag ich nämlich auch immer ganz gerne. Da kommt nochmal so was Frisches mit dabei. Ja, genau. Gut, man könnte sich auch Tomaten klein schneiden, aber ja, gehackte Tomaten. Da habe ich 2 Dosen von gekauft, genau. Und von denen hier, von den Kidneybohnen, habe ich 3 Dosen gekauft, weil ich ja nicht nur die Hotdog-Brötchen noch habe von Edeka, sondern auch noch Hamburger-Brötchen und die müssen aufgebracht werden. Die laufen nämlich sonst ab. Da wollte ich noch Burger-Patties aus Kidneybohnen machen, genau. So eine vegetarische Burger-Patties. Weil mein Sohn isst nicht gerne gehacktes und dann habe ich gedacht, dann könnte ich die ja nochmal wieder machen. Die haben uns früher nämlich auch mal gerne gut geschmeckt. Ja, und genau, wollte ich die dann wieder aus Kidneybohnen machen. Da geht, glaube ich, eine Dose Kidneybohnen oder sowas mit drauf. Und was kam denn da noch rein? Ich glaube, nicht Haferflocken, sondern Paniermehl oder irgendwie sowas. Aber dann gibt es ein Rezept, gibt es dabei. Chefkoch, genau, da habe ich das nämlich weg. So, und dann musste ich noch meinen Sahnevorrat, den brauchte ich nämlich unbedingt mal wieder, weil ich hatte die Tage, wollte ich einen Hähnchenbrustauflauf quasi machen, sowas Überbackenes, und da hätte Sahne reingemusst und ich hatte keine Sahne. Und ich war felsenfest der Überzeugung, ach, du hast noch mindestens ein Paket Sahne. Nein, ich hatte kein Paket Sahne mehr. Die Pakete, die ich da gesehen hatte, waren nämlich so Hollandaise. Ja, genau. Und da durften dann jetzt einmal wieder 3 von diesen Sahne-Dinger mit. Die sind ja haltbar. Ne? Wie lange sind die jetzt? Ach, bis September. Ja, durfte 3-mal mit. Dann durften noch mit... sind zwar jetzt leider die Eier aus Bodenhaltung, ich nehme lieber die Eier aus Freilandhaltung, aber da hatten sie keine mehr. 10 Eier durften auch mit. Ich weiß gar nicht, was haben die gekostet? Keine Ahnung. Waren es 2 Euro? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe es einfach mitgenommen. Ich hätte, wie gesagt, gerne eigentlich die Freilandeier, aber ich muss auf Bodenhaltung zurückgreifen, weil wir hatten keine mehr. Und die brauche ich jetzt so am Wochenende. Wird dann gerne mal Rührei und gekochte Eier und sowas dann gemacht und ich habe jetzt frei. Dann möchte ich auch frühstücken und möchte dann mal Frühstücksei dabei haben. Ja, so, ich habe noch mehr außer Obst und Gemüseabteilung. Ich habe gedacht, das ist mal dann irgendwo am Ende. Ich habe noch Tomaten gekauft. Ich wollte Tomatensalat machen. Ja, ich habe nämlich da hinten gesehen, ich habe da noch 2 Tomaten und dann müssen die, gehen dann auch noch mit da rein. Nicht mal dahin. Und Bananen durften auch mit. Da habe ich so, wie nennt sich das eigentlich, so noch zusammen ist, keine Ahnung. Ja, durfte dann auch mit. So, und das Letzte, was ich mitgenommen habe, sind verschiedene Brötchen.
Ich habe hier einmal so diese Laugenecken, jetzt sieht man die gar nicht. Knister, knister, knister. Geht mal ein bisschen lauter. Die kleben nämlich auch so aneinander, so mit so Körnern. Und dann habe ich noch normale Croissants. Und dann ist da, glaube ich, noch so ein Schoko-Croissant und so Laugentwister nannten die sich, glaube ich. Ja, genau, das sind dann so Twister so aus Laugengebäck mit Käse überbacken. Ja, so für dann auch nochmal. Ja, und ich glaube, wenn ich das so sehe, bis eben halt auf das Eis und die Pommes, habe ich euch jetzt alles gezeigt. Ja, wie gesagt, Preis kann ich nicht sagen. Also jetzt war hier auch der Kassenbon nicht drin. Ich weiß nicht, wo ich ihn gelassen habe. Keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht mehr alles nachvollziehen. Da, wo es mir noch so eingefallen ist, habe ich es dann nochmal eben gesagt. Ja, so. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.